eles têm, mas sem assim eu tentei de muitas formas e não consegui. O passado é história, o presente aqui agora. Aquelas lágrimas perdidas ficam com tudo o que aprendi. Este meu fado, desta vez, é para mim. Chega o chorado. Hoje canto. Chegada em altos e baixos, eu perco-me assim. Sei que sou difícil, não consegui fazer-te feliz. O passado é história, o presente aqui agora. Aquelas lágrimas perdidas ficam com tudo o que aprendi. Hallo, guten Abend. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿a quién conozco? Kenneth, ein paar. Ven, Kenneth. Hallo. Ja, willkommen, herzlich willkommen zu unserer Lesebühne. Ich brauche Brille, weil wenn wir ab 50 sind, oder 40, müssen wir Brillen antragen, um zu lesen. Ich wollte nur kurz jeder von euch kennt Machworte. Ja, schon gelesen, was Machworte ist. Es ist eine Lesebühne, un escenario crítico, literario, donde hablamos de temas que nos interesa en esta sociedad. Esos temas de Gesellschaft, was wir uns bewegt, über Rassismus, Diskriminierung. Und heute Abend, hallo, werden wir über Sexismus, Feminismus, Emanzipation. Was noch? Sexismus, Emanzipation, Rassismus, Diskriminierung. Befreiung, Gleichheit der Frauen. Und wir wollen heute Abend, ich will nicht so viel sprechen, ich möchte, dass ihr dieses Abend genießt. Und wir fangen an, hallo Freddy, mit einer wunderbaren Frau aus Deutschland,
Sie heißt Dagmar. Dagmar singt gerne. Dagmar hat keine Angst für euch. Erstmal. Ich auch nicht übrigens. Wollte ich nur sagen. Dagmar, sie überrascht ihre Mitmenschen gerne durch ihre Ehrlichkeit und Offenheit und macht selten das, was von ihr erwartet wird. Ihre Leidenschaft ist der Gesang und das Schauspiel. Sie schreibt gerne Texte und wir hören die Texte Angst. Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, wenn du vor einer Klasse oder einer Gruppe stehst und etwas vortragen musst oder deine Meinung zu einem Thema äußern sollst, wenn du im Geschäft eine Besprechung hast oder wegen einem wichtigen persönlichen Anliegen vor deinem Chef stehst. Wie sagt man so schön? Dein Arsch geht auf Grundeis. Dir wird heiß und du bekommst schweißnasse Hände. Dein Herz klopft bis zum Hals. Du fängst an, innerlich heftig zu zittern. Du bewegst dich unruhig hin und her oder du stehst stocksteif da und weißt nicht, wo du hinschauen sollst. Und dann fängst du auch noch an zu stottern und redest viel zu leise und viel zu schnell. Du wärst jetzt am liebsten an einem ganz anderen Ort, am besten im Bett, mit der Decke über dem Kopf. Wo ist dieses freche, mutige kleine Mädchen geblieben, das eigentlich ganz gerne im Mittelpunkt stand, das witzige Ideen hatte und es liebte, fantasievolle Aufsätze zu schreiben, das in der Grundschule sogar gerne vor der Klasse gesungen hatte, weil Singen ihr schon immer Freude bereitete? Ja, zu meiner Schulzeit musste tatsächlich noch jeder zur Notengebung vor der Klasse ein Lied singen. Die armen Jungs. Es gab fast nichts Schrecklicheres und Peinlicheres, als alleine ein Kinderlied zu singen. Das ist ja so unmännlich. Wenn als Mann gesungen wird, dann im Fußballstadion oder im Festzelt, am besten noch mit Alkohol zum Lockerwerden. Ich war ja so stolz, als wir in der dritten Klasse ein Märchen nachgespielt hatten, Dornröschen, und ich die Prinzessin sein durfte, die vom Prinzen, dem in meinen Augen attraktivsten und nettesten Jungen der ganzen Klasse, mit einem Luftkuss wachgeküsst worden ist. Eigentlich fing es schon in der Grundschule an, dass sich mein Weltbild verändert hatte. Und diese Leichtigkeit und Unbedarftheit, mit der man als Kind durchs Leben tanzte, verloren ging. Bei mir war es, als Kleider von uns nach Afrika gespendet wurden und ich auf einem Bild ein kleines Mädchen entdeckte, das mein blau-weißes Kleid trug. Ich hatte mich gefreut, aber dann wurde mir bewusst, dass es nicht selbstverständlich war, genug Kleidung zu haben, dass es Kinder gab, die hungerten und an den Folgen starben, dass nicht jeder so ein liebevolles Zuhause hatte wie ich. Und dann hörte man in der fünften Klasse zum ersten Mal vom Holocaust und musste ganz schreckliche Bilder anschauen. Plötzlich war das Leben nicht mehr so leicht und man wurde stiller und unauffälliger. Dazu führten natürlich auch ein paar nicht so schöne Erlebnisse. Wer wird schon gerne im Deutschunterricht vor den Mitschülern bloßgestellt, weil man angeblich auf der weiterführenden Schule keine Fantasieaufsätze mehr schreibt? Ich verlor also auch die Freude am Schreiben und fing an, Aufsätze zu hassen. So kam eines zum anderen und man verlor sich immer mehr und mehr in der Menge. Ja, nicht auffallen, schön im Hintergrund bleiben. Zum Glück kam man noch ohne große mündliche Beteiligung durch die Schulzeit und konnte die meisten Vorträge und Ähnliches ganz gut umschiffen. Im Schulchor hörte ich bald auf zu singen. Ich fand es blöd und lächerlich, die Oper von Karl Orff auf der Bühne szenisch darzustellen, den Mond anzuhimmeln und ganz entsetzt zu singen: Der Mond ist fort, der Mond ist fort, wer hat ihn denn gestohlen? Ich stand mit meiner Freundin in der letzten Reihe, gut verdeckt, und wir hatten die meiste Zeit blöd rumgekichert. Damals hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich Jahrzehnte später ein eigenes Konzert singen würde. Ich habe wieder zu mir selbst gefunden.
habe die Signale meines Körpers ernst genommen, an mir gearbeitet und Hilfe in Anspruch genommen, Ängste losgelassen und Herausforderungen angenommen, habe endlich wieder gelernt, auf mein Herz und meine innere Stimme zu hören und mir zu vertrauen. Ich fand Gefallen daran, mir lustige Geschichten auszudenken, Lieder umzutexten, in Rollen zu schlüpfen und mich zu verkleiden. Das alles hatte mir geholfen, Hemmungen abzubauen, lockerer zu werden, und es hatte einfach Spaß gemacht. Es gab natürlich auch ernsthafte Rollen, verschiedene Konzerte und Projekte mit meinen Chören und irgendwann auch Soloauftritte. Ja, ich liebe es zu singen und auf der Bühne zu stehen, mit Menschen, die mich so nehmen, wie ich bin, verstecke mich nicht mehr in der letzten Reihe und finde es aufregend, neue Dinge auszuprobieren und mich darauf einzulassen. Das Leben ist so spannend wie noch nie. Ich lasse mich treiben und versuche ganz bei mir zu sein, vergleiche mich nicht mit anderen und mache mein Ding. Versuche nicht zu denken, dass ich zu alt dafür bin. Ich finde es doch gut, wenn Grenzen aufbrechen, wenn Alter, Hautfarbe, Geschlecht, Bildung, Nationalität, Aussehen und so weiter keine Rolle mehr spielen, wenn wir ein Team, eine Einheit werden, wenn wir auf unsere Herzen hören, unseren Verstand ausschalten und die Kontrolle loslassen. Es ist schön, wenn man respektiert wird und Applaus bekommt. Egal wie gut oder schlecht der Vortrag ist, man kann es wagen, etwas von sich preiszugeben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euren Respekt. Dankeschön, Dagmar. Das habe ich jetzt gerade als Geschenk bekommen. Ja? Das ist wunderschön. Ich muss diese Wurzel probieren. Wie sehe ich aus? Sehe ich gut aus? Ja. Danke. Ja, wir haben, ich wollte euch auch ganz kurz erzählen, wie diese Lesebühne entstanden ist. Und ich habe hier ein paar Freundinnen gesehen, die auch mit mir diese Lesebühne gegründet haben. Und zwar, wir waren an der PH. Ich mit 47 habe einen Master gemacht und dann habe ich alle meine ein toller Master heißt interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit. Wenn ihr damit was anfangen könnt, schön. Wir haben auch was viel überlegt, was wir anfangen können. Und zwar, wir sprechen über Rassismus, Diskriminierung und das wird ihr heute Abend hören, gegen Rassismus, Diskriminierung. Und wir haben einfach die Veranstaltung angefangen, dann waren wir fertig mit dem Master, alle sind weggegangen und ich habe gesagt, hey Mädels, weil sie waren alle jung, die konnten alle meine Kinder sein, ich mache weiter in Karlsruhe und deshalb bin ich da und mache das weiter. Und wir haben auch, die Machworte ist so international geworden, dass wir Beiträge von überall haben, auch in Deutschland. Und wir haben Beiträge aus Kanada, Mexiko, aber ich erzähle später, wie das ist. Und ein paar Worte zu unserer nächsten Leserin, die heute Abend nicht da ist, aber wir haben von Staatstheater Schauspielerinnen, die auch für sie die Stimme geben, ja, und für sie lesen. Sie heißt Tanja Müller. Sie ist 39 Jahre alt. Sie schreibt Texte und Gedichte, seit sie 14 war. Und auf Instagram, wenn ihr wollt, sie schreibt auch schön und heißt Textwortspiel, wenn ihr später suchen wollt. Und das hat sie bestimmt in der Pandemie angefangen, so wie viele haben Dinge in der Pandemie entdeckt.
Ich bin Künstler oder Tänzer oder was auch immer was. Und sie isst gerne scharf. Übrigens, ich mache eine sehr leckere Soße. Die können das auch bei mir bestellen. Ja? Heißt Picante la Negra, wie ich. Und sie hat immer eine Flasche Tabasco in die Tasche. Weil ohne Picante no puede vivir. Damas y caballeros, llamamos al escenario die Frau, die der Text für Tanja liest, Frida. Danke, Frida. Seht hin, ihr nennt uns sie und in, messt uns in 90, 60, 90 und nach der Symmetrie unseres Gesichts, öffnet Schubladen, in die ihr uns nach Belieben steckt, die Zicke, die Sexbombe, Boss Lady oder Sweetheart. Vereinheitlicht uns als das Weibliche, um den Schein der Gerechtigkeit zu wahren. Ihr pflegt Klischees von langen Haaren und weicher Haut, das Liebliche und Süße sollen wir sein. Gleichberechtigung steckt ihr in Wörter, nicht in Taten, als würde die weibliche Form des Kollegen meinen Geldbeutel füllen. Wir wollen nicht das grammatikalische Gegenstück der Männlichkeit sein. Wir wollen den Job nicht, weil wir zufällig Brüste haben. Wir wollen ihn, weil wir die gleiche Ausbildung haben. Bekommen wir ihn nicht, dann, weil andere besser waren und nicht, weil wir ein wandelndes Schwangerschaftsrisiko sind. Wir lassen uns nicht mit Worten besänftigen. Wir wollen sehen, dass wir gesehen und gehört werden, weil wir es verdient haben, weil es jeder verdient, weil Männlichkeit und Weiblichkeit zu wahrer Gleichberechtigung ein Neutrum werden sollte.
wow. Bébé, nous nous lindos com o nome de Deus, de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço. Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu. Vem cantar, meu povo. Vem cantar, você. Bate os pés no chão, moçada, e diz que é um Deus. Aê! Tá vendo a moçada que faz o astral da avenida? Ó, que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Tá vendo a negrada que faz o astral da avenida? Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho nos olhos, por isso te chamo de pérola negra. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho nos olhos, por isso te chamo de pérola negra. Ei, pérola negra, pérola negra, e leia é minha pérola negra. Amen. Hey, perla negra, perla negra. Minha perla negra. Hey, perla negra, perla negra. Minha perla negra. Un fuerte aplauso para Ángela Frontera. Loca, ¡ale!
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí todo, esta noche, casi todo, es espontáneo. Es un teatro y hemos aprovechado para improvisar, para hacer Frauen Power. Para. Also, das ist eine Bühne, die wir heute Abend benutzen und es gibt viel Improvisation. Und ich habe etwas vergessen. Ich wollte was sagen. Lassen Sie sich nicht von meinem Akzent irritieren. Ja, falls ich nicht alle perfekt sage. Ich habe eine Woche lang geübt. Staatstheater. Weil ich habe immer Stadttheater gesagt, so wie wir auf Spanisch sagen oder in Venezuela. Dann hat meine Liebe Kurt gesagt, nein, Staatstheater. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig sage und wenn nicht, dann bitte verzeihen. Und unsere nächste Leserin ist eine Schriftstellerin. Und sie braucht keine Präsentation von mir, sie macht das selber. Ana Rosa López Villegas. Danke schön. Ja, ich heiße Anna. Ich komme aus einer kleinen Bergbaustadt in Bolivien namens Oruro. Y escribir es la manera que yo tengo de entender y de explicar mi mundo. Y hoy quiero contarles que soy hija de un matriarcado. Los seres humanos somos producto de nuestras experiencias y en ese mundo único que nos habita, definimos los términos del academicismo y de la ciencia desde un punto de vista íntimo y particular. Nací y crecí en un matriarcado que hasta hoy sigo considerando como el mejor refugio que tuve para albergar mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud. Das ist meine persönliche Definition von Matriarchat. Por mis venas corre un flujo femenino que ha marcado todas las etapas de mi vida y que muchas veces solo puede apreciarse después de un camino recorrido. So ist die Zeit, ein Henker, aber auch ein Meister. Mi universo, conformado por mujeres, era un modelo que difería bastante del de las familias convencionales en la década de los 80. Pero para mí, era normal vivir en una casa llena de mujeres. Siendo niña, no necesitaba nada más que los brazos de mi madre, los besos de mi abuela, los mimos de mis tías y la complicidad incondicional de mi hermana. Das war mein Glück. Roselena, meine Oma, Awicha, eine doppelte Mutter, die extreme Erweiterung der Liebe. Julia, ihre Schwester, meine Großtante. Ana Rosa, meine Mutter, Taika, diejenige, die mir Wurzeln gab und mir Flügel wachsen ließ, um zu fliegen. Dorelena, ihre Schwester, meine Tante. Sandra, meine Schwester, Kuliaka, die Hüterin des Glücks meiner Kindheit, die Beschützerin meiner Geheimnisse, meine perfekte Hälfte. Und ich, Ana Rosa. Das ist richtig. Ich habe den gleichen Namen wie meine Mutter und einen Teil des Namens meiner Großmutter. Denn das ist die Tradition für erstgeborene Töchter in Lateinamerika. Ja, alle Frauen, ein halbes Dutzend, alle zusammen unter einem Dach. Sechs schlagende Herzen, eine Flutwelle von Tränen, sechs Kriegerinnen, Beschützerinnen, Hüterinnen einer weiblichen Identität. La temprana viudez de mi abuela y la desaparición voluntaria de mi progenitor tras el divorcio de mis padres
dieron inicio a este matriarcado que durante largos años arropó mi forma de ver el mundo. No fue un semillero de activistas recalcitrantes del feminismo. Tampoco fue un nido de resentidas con el sexo masculino. Nosotras éramos una familia matriarcal, un entretejido de mujeres que se amaban, se cuidaban, se consolaban y se animaban. A veces se malentendían, se peleaban, se lastimaban, se decían sus verdades y lloraban. Nosotras éramos una tribu de mujeres que guardaban secretos, que a veces cometían infidencias y que siempre estaban alerta. Mujeres que callaban penas y tenían sueños, emocionales y enteras. Wir waren nicht frei von Ängsten und Ungewissheiten, aber wir blickten immer nach vorne und nahmen die Gegenwart an. Era un matriarcado sin jerarquías, pero de respetos y consideraciones, de responsabilidades y tareas compartidas, de tristezas y alegrías, de lágrimas y amor desbordante. Dominaban las faldas y las cabelleras largas, los tacones, los labiales y las esperanzas. Mi abuela lloraba abundantemente, pero también cocinaba como ninguna. Mi tía abuela era una fuente inagotable de anécdotas e historias increíbles, pero también era una costurera de manos expertas y creativas. Ambas fueron maestras de profesión, pero aún más por vocación. Nunca pasaron necesidades, pero tampoco se hicieron en la abundancia. La rectitud de mi abuela era una columna inquebrantable que todos reverenciaban. Mi tía, hermana mayor de mi madre, llevaba las cuentas de la casa. Die beste und ordentliche Buchhalterin aller Zeiten. Pero también era y es una repostera de alta talla. Sandra, mi hermana, guardiana de mi felicidad, el complemento de mi vida, mi cómplice y confidente, mi seguidora y mi protectora. Wir verbrachten endlose Stunden damit, mit Puppen zu spielen und uns eine Fantasiewelt vorzustellen, in der es an nichts fehlte. Y mi madre, el centro de mi universo matriarcal, el pilar de mi existencia, la mujer más importante de mi vida. Ella era una laguna serena que reflejaba la luz de la luna, o ese río caudaloso que se levanta de su cauce llevándose todo a su paso. Mi madre era la leona que nos custodiaba, que rugía cuando estábamos en peligro o que nos acariciaba hasta el alma de tanto amor que emanaba su corazón. Sie war der einzige Mensch, der nur meine Augen zu sehen brauchte, zu wissen, wie ich mich fühlte, mich mit ihren Fragen zu löchern und Witze zu machen, bis wir laut lachten. Me hace falta. En este matriarcado aprendimos todas a ser madres, hermanas e hijas, amigas y consejeras. Aprendimos compasión y solidaridad. Aprendimos a guardar silencio y a gritar desde el fondo del alma. Aprendimos que la vida se mira desde una perspectiva femenina, que se construye con esfuerzo, sin necesidad de depender de una figura masculina. Aprendimos lo que es ser viuda, soltera y divorciada. Hoy tengo en casa dos hijos varones que deconstruyen cada día mi universo matriarcal, en el que se formaron todas mis actitudes, mis formas de actuar y de reaccionar. Aber ich bin immer noch das Produkt eines Matriarchats, von Tränen und Kriegerinnen, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich Männern aufziehen kann, die das Leben, die Liebe und die Gleichheit respektieren. Vielen Dank. Dankeschön, Anna. Nicht nur die Millennials können mit Handy umgehen, ich auch. Ja. Irina und Belén. Sie haben sich die Nacht vor dem ersten Lockdown auf eine Jazz,
Jam Session kennengelernt. Seitdem machen sie viele Sachen zusammen, von Fahrrädern reparieren bis zur Entwicklung von experimentellen audiovisuellen Projekten. Und vor diese Projekte, die sie mit Fotos und alles, sie machen hier auch, die Belen macht die ganze Social Media in Instagram. Hat ja nicht gedacht, dass ich das mache, oder? Gut. Die unterstützt, weil wir brauchen immer Unterstützung von allen Menschen. Dann, ich möchte ein Foto von euch machen, wenn das geht. Ist das in Ordnung? Ja oder nicht? Ja. Ja, gut. Ist einfach nur, Moment, ich muss... Einfach von hier aus das Bild machen. Also die Gesichter kann man nicht so richtig erkennen. Es geht um für unsere sozialen Medien, okay? Alle, wir sagen alle Käsekuchen. Schön. Dankeschön. Und es ist schwer, ja. Meine Damen und Herren, diese Wurzel ist toll, aber... Ich habe Schwierigkeiten zu aufstehen. Aber es hat nicht mit meinem Aussehen zu tun. Ich bin sehr fit. Einfach nur, weil die Wurzel so niedrig ist. Disfruten del próximo Beitrag. Alemanol habe ich gesprochen. Genau. Von Irina und Belén, unsere Millennials. Laut einer Umfrage aus 2018 sind 62% der befragten Deutschen der Meinung, dass Diskriminierung von Frauen in Deutschland ein kleines oder gar kein Problem darstellt. Somit ist wohl die Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Das ist aber gar nicht der Fall. Zum Beispiel, Frauen sind einfach schlechter in Mathe, Chemie, Technik, Informatik. Das ist natürlich nicht so, aber viele Leute denken das immer noch. Frauen bekommen einfach weniger Möglichkeiten. Das folgende Lied handelt genau um dieses Thema. Es ist ein Beispiel davon, wie Frauen immer noch systematisch anders behandelt werden. Man kann darüber lachen, man kann darüber weinen, aber es ist wichtig, dass wir weiterhin darüber reden. Das Lied heißt 243. Thank you.
nowadays, nothing changed. Higher education needs mostly male. Affirmative action just works for them, 'cause girls are just bad at STEM. Don't tell me down. Girls in Japan, the girls score higher than boys. If the passing grade was the same between them, there wouldn't be a whole lot of boys in top schools. The gender-based passing grade. Vielen Dank. So, in unserem ersten Lied haben wir ein bisschen, es hieß Meu Faro, es ging um Empowerment, das ist mein Lied, das ist mein Faro, meine Trauer sozusagen. Das zweite Lied ging um Möglichkeiten und vor allem im Beruf oder in Bildung. Und das letzte Lied heißt Mucho Pedir auf Spanisch. Es ist zu viel zu fragen oder ist das eine zu große Frage oder too much to ask. Und es geht um das Gefühl, dass wir Frauen haben, wenn wir abends alleine nach Hause gehen. Dieses Gefühl, dass wir manchmal die Schlüssel in der Hand haben müssen, dass wir die ganze Zeit nach hinten schauen müssen. Und wenn etwas passiert, es ist immer unsere Schuld. Ah, es war doch zu spät, wir haben viel zu viel getrunken, wir hatten die falschen Klamotten an. Mucho pedir.
no hizo nada más quién es, dónde está y por qué nunca lo sabremos. Con la falda muy corta ella iba sola y había tomado, era tarde, está sola con la falda muy corta. La culpa la tiene toda con la falda muy corta. Ella iba sola y había tomado. Era tarde, está sola, no. La culpa la tiene toda. ¿Y será que es mucho pedir un poco de igualdad? ¿Será que es mucho pedir un poco de igualdad? Da un poco más, dame, dame un poco de igualdad. Nearly one in three women have been subjected to physical or sexual violence. A nivel global, 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, 58% a manos de sus familiares o exparejas. Nur in Deutschland starben 139 Frauen durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner in 2021. ¿Será que es mucho pedir? Vielen Dank. Muchas gracias. Danke, Irina. Danke, Belén. Wir haben einen Fotograf. Wo ist er? Ah, mach du Fotos. Weil wir warten auf deine Fotos. Dankeschön. Ja, ich warte hier. So, ist gut? So? Oder? Dauert noch. Okay, gut. Gut, dann mache ich hier weiter, während, weil ich brauche diese ganzen Bilder. Für Instagram und für Social Medien. Ich liebe Social Medien. Ich liebe die Medien überhaupt. Ich liebe mich auch. Und wir machen weiter jetzt mit einem besonderen Text. Lass es raus. Mit Ersin. Ersin, nachdem ihre Kinder älter sind und der Mann auch mal allein zu Hause sein kann, nimmt sie sich neben dem Job gerne Zeit für das Ehrenamt, um gegen vielschichtige Ungerechtigkeit sich einzusetzen und der Vielfalt in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben. Selbst Ironie und Humor haben in ihrem Alltag viel Raum, es kann sehr leckere Kuchen backen. Ersin. Danke. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Heißt, guten Abend, seid alle herzlich willkommen. Und das war türkisch. Willkommen bei der Sendung mit der Maus. Lass es raus. Sexismus. Höre. Und sehe ich immer wieder.
Der Mensch ist aber so viel mehr. Ich mach dich nieder. Feminismus gehört zu mir. Mache, wie ich es will. Also, lass mich ich sein und sei still. Emanzipation, meine Freiheit, mein Leben, werde ich niemals aufgeben. Rassismus, so bitter, scheinheilig, doch alltäglich, kämpfe dagegen unermüdlich. Und in der Arbeitswelt? Tja, da geht's immer ums liebe Geld. Es müssen mehr Männer her. In Erziehung, Bildung, Pflege, dann ist vieles halb so schwer. Rassismus hab ich in Worten erfahren. Doch es hat mich stark gemacht. Wer hätte das gedacht? Worte sind wie Waffen. Hab gelernt, mich aufzuraffen. Von Kümmeltürkin zur Mitbürgerin, zur Staatsbürgerin geworden. Hab gelernt, auch das einzuordnen. Mein Vater solle dahin gehen, wo er herkomme, sagte mal ein Uwe, tretend auf meinen Rucksack, öfter nach der Schule. Doch wo kommen wir denn eigentlich alle her? Warum fällt das Verstehen denn so schwer? Mit 10 Jahren hab ich das nicht als Rassismus erkannt. Nicht einmal das Wort. Und schon war es aus meinem Leben fort. Doch die Erinnerung daran bleibt und prägt, bis einer mich danach fragt. Meine Tradition, die hat mich auch eingeschränkt. Doch ich habe mich friedlich hinausgedrängt. Leben und leben lassen, anstatt zu hassen. Jeder kann und soll doch so sein, wie er oder sie es will. Alles andere ist doch unnötiger Drill. Vom Follower zum Influencer, vom Influencer zum Follower. Arbeiten gehen, Geld verdienen, zu Hause bleiben, Kinder hüten. Zu kurzer Rock, zu langer Schal, zu viel Kopftuch, zu viel Haut. Zu viel Kinder, keine Kinder, zu viel Männer, zu viel Frauen. Puh, was soll das Ganze? Hab doch Vertrauen. Lass es raus und sei doch ehrlich mit dir selbst und zu anderen. Denn dann bist du wirklich. So viel Einfluss muss gar nicht sein. Sei immer du und dein. Wir sind alle perfekt, so wie wir sind. Sei offen und nicht blind. Man muss nicht so sein, wie oder was einem gesagt wird. Entwickle dich weiter und falle nicht herab von der Lebensleiter. Teşekkür ederim. Vielen Dank. Aplausos, muchas gracias. Gracias. Vielen Dank. Und diese Bühne ist auch eine Plattform für Mehrsprachigkeit. Das ist eine von unseren Schwerpunkten. Und deshalb diese Mischung aus Sprache. Und wir haben heute einen Text von einer Frau, die der Name sehr schwierig für mich ist, das zu sagen. Deswegen muss ich jemanden fragen, wer wollte das falsch sagen? Ich kann gerne helfen. Du kannst gerne helfen, dann sagst du den Namen. Ja. Oder soll ich das sagen? Ja, besser so, weil dann sage ich das falsch und das möchte ich nicht. Okay, gut, der Name. Ich erzähle ein bisschen über... Elnas. Ah, ja. Genau. Ich sage erstmal kurz ein bisschen über Elnas und dann sagst du den Namen, so wie ich sage. Ich sage, wir machen es zusammen, die Präsentation kommt. Ja, gut. Genau. Ja, genau. Dann, meine Damen und Herren, oh, geil. Ja, genau, Moment. Dann machen wir hier ein Bild. Nein. Ja, du, ah, nein, 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 für mich. Ich bin da. Ja, gemacht, danke. Entschuldigung. Alles gut. Sie ist Schauspielerin. Nein. Nein. Oh. Wollen wir was schauspielen hier vor den Leuten? Kannst du spontan? Nein. Oh nein, doch. Nein. Doch. Nein, doch. Gut, dann nein. Elnas, wir haben Beiträge, wie gesagt, in
internationalen Beiträgen, auch aus Berlin. Und die Elnas konnte nicht heute hier sein. Sie schreibt Gedichte, seit sie klein ist. Sie wusste nie, was sie tut. Aber die Ungerechtigkeiten mussten irgendwie verarbeitet werden. Elnas liebt Chai mit Safran und Rosenblätter. Meine Damen und Herren, wir hören jetzt einen Text von Elnas Farabach. Elnas? Farabach. Farabach. Bach. 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 Oh. Und Bayan wird diesen Text lesen. Danke. Ich möchte über Sex sprechen. Im letzten Jahr habe ich eine Beziehung beendet, viel gedatet, kleine kurze Beziehungen geführt und viel mit FreundInnen geteilt oder auch mit meiner Familie gesprochen. Die Beziehung, die ich beendet hatte, war nach einem Jahr. Er war cis, männlich und einmal sagte er über meine Vulva, dass sie komisch riecht. Ich erinnere mich daran, weil ich kurz nach meiner Menstruation war und noch etwas geblutet habe und das einfach anders riecht. Aber er war der Meinung, dass sie stinkt. Es gab auch eine Situation, wo er lange darauf wartete, dass ich meinen Orgasmus habe. Und als er feststellte, dass ich länger brauche als er, fragte er mich, ob er auf mich drauf kann, um einfach zu kommen. Darauf brüllte ich ihn an, zog mich an und ging einfach. Ich finde, das geht gar nicht. Die kurzen Beziehungen und One-Night-Stands waren folgend. Der eine wollte mich heiraten, ohne mich gesehen zu haben. Der andere wollte Sex, ohne mich gesehen zu haben. Der eine wollte mich von 1000 Kilometer Entfernung aus kontrollieren und mir vorschreiben, wann ich zu Hause sein soll. Der eine erzählte mir die Sterne vom Himmel und schmierte Honig um meinen Mund. Als wir dann einmal Sex hatten und er sah, dass ich nicht rasiert bin, meldete er sich einfach nicht mehr bei mir und hielt mich auf Abstand. Die andere war in einer Polybeziehung und wollte mich behandeln, wie sie lustig war. Ich sollte dies und jenes für sie tun. Sie brachte mich zu einem Konzert und ließ mich nach einer halben Stunde sitzen, weil ein Friend etwas Interessanteres geschrieben hatte. Der andere war poly unterwegs und als er merkte, dass ich Commitments brauche, weil ich ein Minimum an Verantwortung einfordere, rannte er weg. Jetzt kommt er ab und zu zurück. Und ich weiß einfach nicht, was er will. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber seit wann sind Poly-Beziehungen dazu mutiert, dass Menschen scheiße miteinander umgehen und ihre komischen Arten von unreflektierter Nähe und Distanz verarbeiten? Das geht mir mega auf die Nerven. In dieser Zeit sprach ich mit vielen Friends. Danke Leute, dass ihr immer ein Ohr für mich habt. Ihr seid mega toll. Als ich mit meiner Familie gesprochen habe, sagten einige: Elnas, vielleicht musst du eine Therapie machen, um zu reflektieren, welches Muster dahinter steckt. Du datest so viele Menschen und machst immer die gleichen Erfahrungen. Vermutlich hängt das mit deinen traumatischen Erfahrungen mit deinem Vater zusammen. By the way, ich habe ungefähr 10 Jahre Therapie gemacht und ich glaube sehr wohl zu wissen, was hinter was steckt. Und ganz ehrlich, ich weiß auch, was hinter den Aussagen von jedem Familienangehörigen steckt, weil über alle habe ich viel in der Therapie geredet. Ich denke ja, mein Vater ist ein Riesenarschloch. Einige sagten: Oh mein Gott, Elnas, wir würden so gerne auf deiner Hochzeit tanzen. Wir würden uns so freuen, dich so glücklich zu sehen. Dabei denke ich, ich bin doch glücklich mit mir. Dankeschön. Und jetzt kommt etwas Tolles.
Angela und Annie werden uns wieder zum Tanzen bringen. Und ich möchte über Angela ganz kurz was sagen. Sie ist Schlagzeugerin, aber überall, wo sie hingeht, dann sagen die Musiker, die Männer, die Perkussionistin. Manchmal, natürlich Perkussionistin, aber sie ist Schlagzeugerin. Weil es gibt so wenig Frauen, die Schlagzeug spielen. Sie hatte in Brasilien auch gesagt, ich möchte Schlagzeug spielen. Und alle haben sie ganz blöd angeguckt, weil Mädchen spielen doch kein Schlagzeug. So zum Thema Sexismus. Und sie, aus Musik, arbeitet sie auch mit Jugendlichen. Sie empowert Jugendlichen in Deutschland. Auch sie fordert aus, dass die Mädchen auch Schlagzeug spielen und Percussion und dass sie auch stark werden. Und die geht gerne spazieren, Sport machen, die Vögel hören und da macht sie diese ganz tolle Musik. Und die Annie ist aus Salvador de Bahia, do Brasil. Die Annie kocht gerne, macht leckere Cozinha de Galinhas. Wenn ihr das nicht kennt, dann kommt bei mir und ihr klingt und ich rufe Anne an, sie soll kochen und das machen. Und ich lerne auch dabei, weil ich auch sehr gerne koche. Und über mich sage ich auch was. Wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, ich creme mich gerne ein. Von Kopf bis Fuß. Und jung zu bleiben. Zum Beispiel. Und die Anne und Angela haben ganz spontan heute Pastole für uns. Meine Damen und Herren, Angela Frontera de São Paulo. Disfruten de esta noche, de esta Performance. Y si quieren bailar, bailan. Gum bum chiki to burugudu hoo, tom chiki to burugudu hoo, tom chiki to burugudu chiki to burugu bla 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 bla. Bla 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 chika 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 to burugudu chiki. Do
fuerte aplauso para la bailarina y nuestra baterista, Angela. Obrigada, molto obrigada, mi amor, mio carino, mia nenne gustosa. Und jetzt gehen wir doch wirklich international. Aus Argentinien haben wir einen Beitrag von einer besonderen Frau, die heute auch nicht hier ist. Und ich habe das Vergnügen, diesen Text zu lesen, aus Spanisch. Und ich lade auch die Sara ein. Nein, nicht die Sara. Doch, Sara. Ah, Sara, Sara, Sara. Ah, ja, ja, sie war mit mir. Genau. Nee, ich habe nur den Namen verwechselt. Das passiert auch. Es ist alles spontan. Ich habe gar nicht geprobt. Und die Sara und ich werden diesen Text lesen aus Spanisch und Deutsch. Und ich möchte kurz über Victoria, was sagen Sie, heißt Victoria Contreras. Und sie ist leidenschaftliche Schauspielerin, Person, die kommt aus einer Familie, die auch viel Kunst gemacht hat. Tango, Sängern, Fotografen, etc. Und dann hat sie das im Blut. Und sie hat auch natürlich auch keine schönen Dinge erlebt, wie Rassismus und Diskriminierung auch hier in Deutschland. Und wir lesen den Text von Victoria. Sarah, kommst du? Ja. Ah, jetzt sind wir zusammen wieder. Dankeschön. Moment. Ich lese das mal auf Spanisch. Ich versuche so dramatisch zu sein wie möglich, okay? Oh mein Gott, und ich? Auch. Okay. Ja. El latido de mi ser. Tengo muchas preguntas en mi vida, mas una busca la respuesta innecesariamente. Si necesito del oxígeno, del agua, del resguardo y del abrigo para sobrevivir como lo necesita cada ser vivo, si mi sangre es roja como todas las otras, y si el latido de mi ser es el motor de mi vida, ¿cómo lo es para ti tu latido? ¿Qué es lo que te genera ese odio hacia mí? ¿Es mi cuerpo? ¿Es mi color de piel? ¿Es mi inteligencia? ¿Es la simpleza de mi alma? ¿O son mis ojos grandes color café? Mi querida mujer, yo ya tengo demasiado conmigo misma y mi aceptación para que ahora vengas tú, mi aliada, nuevamente a quererme doblegar y vencer con tu matriarcado violento lleno de estándares y clichés. No, gracias. Si he de quererte, quiero hacerlo en la totalidad de tu ser. En una misma lucha, con un mismo fin, porque soy tu amiga, tu hermana, tu madre, tu espejo y muchas veces tu conciencia también. La paz y la igualdad nos llegará solamente el día que apaciguemos las llamas de nuestros pies. Esas del mismo fuego donde tantas mujeres de nuestro antepasado tuvieron que arder en manos de mujeres y hombres clasistas, machistas, ignorantes, tiranos y con poder. Yo no quiero una falsa defensora de colores modernos. Yo quiero mujeres luchadoras, empáticas, libres
y dispuestas a seguir creciendo donde quiera que se encuentren, pero sobre todo dispuestas a crecer dentro del latido de mi ser. Der Herzschlag meines Seins. Ich habe viele Fragen in meinem Leben, aber eine sucht unaufhörlich nach einer Antwort. Wenn ich Sauerstoff, Wasser, Unterkunft und Schutz brauche, um zu überleben, wie jedes andere Lebewesen, wenn mein Blut rot ist wie das aller anderen und wenn der Herzschlag meines Wesens der Motor meines Lebens ist, so wie es für dich dein Herzschlag ist, was ist es, das dich dazu bringt, mich so zu hassen? Ist es mein Körper? Liegt es an meiner Hautfarbe? Liegt es an meiner Intelligenz? Ist es die Einfachheit meiner Seele? Oder sind es meine großen braunen Augen? Meine liebe Frau, ich habe schon genug mit mir und meiner Akzeptanz zu tun. Und jetzt du, meine Verbündete, kommst wieder und willst mich mit deinem gewalttätigen Matriarchat voller Klischeenorm verbiegen und besiegen? Nein. Danke. Weißt du, wenn ich dich lieben soll, dann möchte ich dich mit der Gesamtheit deines Wesens lieben. Im gleichen Kampf, mit dem gleichen Ziel. Ich bin deine Freundin. Ich bin deine Schwester, deine Mutter, dein Spiegel, dein Bewusstsein. Frieden und Gleichheit werden erst an dem Tag zu uns kommen, an dem wir die Flammen unserer Füße löschen. Die Flammen desselben Feuers, in dem so viele Frauen unserer Vorfahren brennen mussten, in den Händen von klassistischen, machohaften, ignoranten, tyrannischen und mächtigen Männern und Frauen. Ich will keinen falschen Verteidiger der modernen Farben. Ich möchte Frauen, die kämpferisch, einfühlsam, frei und bereit sind, sich weiterzuentwickeln, wo auch immer sie sich befinden. Und vor allem, die bereit sind, im Herzschlag meines Wesens zu wachsen. Dankeschön. Danke. Und wir haben zwei Beiträge, auch von weiter weg, von auf der anderen Lado del Charco, aus Kanada und Mexiko. Aus Kanada hat uns eine Künstlerin aus Würzburg, sie hat in Karlsruhe studiert, ein tolles Video geschickt. Ja? Dieses Video heißt Rot ist keine Farbe. Das ist ein experimenteller Kurzfilm der Künstlerin Jule Burlefinger und den Film
Macher Benedikt Hölst, der auch hier in Karlsruhe studiert hat. Die beiden verbinden sich nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch eine besondere Beziehung zur Karlsruhe. Jule hat hier ihren Master in der Kulturvermittlung gemacht und Benedikt Hölst Erfahrung als Filmmacher bei einer Filmagentur gesammelt. Im letzten Jahr haben sie künstlerisch zusammengearbeitet und einen Kurzfilm geschaffen, der das Entspannungsfeld zwischen Leben und Tod, zwischen Lust und Macht, zwischen Befreiung und Unterdrückung erforscht. Es ist eine Antwort auf Gewaltverbrechen gegen Frauen und Mädchen. Es ist ein Symbol der Solidarität und vor allem ist es eine Frage, es sind viele Fragen. Und aus Mexiko haben wir ein tolles Lied, die eine Frau geschrieben hat und mittlerweile ist dieses Lied ein Hymne in Lateinamerika und auch viele Frauen haben das gesungen in Holland, in Frankreich, in Spanien, in Asien, überall. Und wir werden heute Abend diesen Text hier vortragen, auch mit der, dass wir haben das Vergnügen, dass sie uns erlaubt hat, diesen Text hier für euch zu machen. Und liebe Grüße von Vivir Quintana aus Mexiko. Und jetzt genießen Sie das Video von Jule Willefinger. Rot ist keine Farbe. Rot ist warm, war es geworden. Der Frühling hatte sich selbst aus dem Winterschlaf geholt und sich neben uns gelegt. Die Sonne war sacht, subtil, schob sie ihre Strahlen zwischen Körper, zwei Körper, zart benetzt vom sanften Tasten, tausend Finger, die sich Wege suchten und Münder, die Kreise schlossen. Hände, die Herzschlag hörten und Arme, die sich zu halten wussten. Körper, zwei Körper, die sich nichts beweisen mussten. Es fühlte sich an wie ein Ankommen, ohne jemals weg gewesen zu sein. Es fühlte sich an, als wäre dieser Mensch ein Hafen, ein Ankerpunkt, ein Anfangspunkt. Es fühlte sich an, als wäre das Rot ist keine Farbe. Rot ist Hitze, doch strömt meine Glieder ein fließendes Verlangen nach Reibung und Reizen, nach Haut auf Haut und Hohlräumen, die sich mit Speichel füllen. Und ich fing an, mich zu bewegen, fing an, mich zu berühren, fing an, mich zu befreien. Zahllose Augenpaare, die dabei auf mir lagen, die lechzen, meinen Bewegungen folgten. Ich tanzte für mich und war doch nicht allein. Ich erinnere mich an die Tanzflächen, die zum Gehege wurden. Ich, die Raubkatze, die Freiheit im Feld trug, sie, die Zuschauer, die zu Dompteuren wurden. Mit jedem Tanz wurde das Gehege kleiner, mit jedem Ausbruch mein Schuldgefühl größer. Meine Wildheit und Sinnlichkeit und Freiheit wurden zum Verbot, ein immer präsentes Warnsignal, leuchtend rot. Rot ist Scham, die mir ins Gesicht steigt und es zum Glühen bringt. Das gehört sich nicht, das war anstößig und gewagt. Sei ein anständiges Mädchen, hat er gesagt. Und ich schämte mich fürs laut sein wollen, fürs frei sein wollen. Schämte mich für Scham, Haare und für Körperrollen. Schämte mich für Brüste, die anders sein sollen. Schämte mich für den Raum, den ich mir nahm. Und zuletzt schämte ich mich auch für das Gefühl der Scham. Rot ist Macht, ist Dominanz, ist
Führung ist männlich besetzt. Zwischen Herrschaft und Beherrschung denke ich oft, dass ich erst zum Mann werden muss, um mächtig zu sein, um mich zu ermächtigen. Und mit Macht meine ich, im Vollbesitz meiner Kräfte zu stehen, Platz einzunehmen und die Definition von Stärke zu drehen. Denn stark ist, wer bei harschem Wind und harten Wellen weich bleiben kann, wer den Mut hat, dagegen zu halten und die eigene Komplizenschaft im System auszufalten. Stark ist, wer die Kraft hat, Strukturen aufzuspalten, wer Raum lässt, um ihn zu verlassen, wer es schafft, sich immerwährend in der Verantwortung zu halten. Noch immer suche ich nach dem Drehpunkt meiner Unterdrückung, nach der Kreuzung, an der Fäden zusammenfließen, nach der Stelle, an der sich Knoten lösen ließen, bevor Kreidespuren schwerer wiegen, sich Kehlen verschließen und ihre, unsere Stimmen irgendwann einmal versiegen. Rot ist keine Farbe. Rot ist Feuer, ist Wut, ist Funken werfend. Du hast es doch gewollt, oder nicht? Die Antwort blieb ungehört, denn er hatte sichergestellt, dass sie keiner stört. Du hast es doch gewollt, oder nicht? Deine Blicke, dein Tanz, deine nackten Beine im Bühnenlicht, dein Zwinkern und dein Lächeln im Gesicht. Du hast es doch gewollt, oder nicht? Wut ist Rot, ist keine Farbe. Rot ist Blut, ist Gewalt, ist Tod. Präsent in Zahlengestalt und Datengewand, eine formlose Statistik, eine Prozentangabe, ein Loch in der Landkarte. Und ab und an erinnert man sich an vergessene Namen, an fehlende Geschichten und verdeckte Gesichter, an Körper, ein Körper, zart benetzt vom sanften Tasten, zwei Hände, die Herzschlag hörten und Arme, die sich zu halten wussten. Körper, ein Körper, dessen Träume weiterziehen mussten. Dieser Mensch, eine von vielen, war ein Hafen, ein Ankerpunkt, ein Anfangspunkt. Rot ist keine Farbe. Rot ist Blut, ist das Leben, das wir alle in uns tragen. Es sind die feinen Aderwege, die sich verzweigt und verschlungen haben, die sich vernetzend aneinander weben, um Richtung Herz zu streben, um zu pochen und zu pulsieren und um frei und in Farbe zu leben.
estado, los cielos, las calles que llevan los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, cada semana, nos roban amigos, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo enciendo, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! 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 Por todas las morras cantando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres peleando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Cada día muere una mujer asesinada, una madre, una hija, un hermano. Immer mehr Kinder werden in Deutschland missbraucht. Most violence against women comes from a partner or a family member. No Brasil, a cada 8 minutos morrem mulheres vítimas de violência, e a maioria delas são negras. Kadın hakkı insan hakkıdır. No Brasil, na pandemia, muitas mulheres foram violentadas. In Europa, 30 lasute dintre femei sunt victime ale violenței masculine. Y retiemble sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
centros la tierra, al sonoro rugir del Dankeschön. Also möchte mich erstmal im Staatstheater bedanken, dass Sie uns diese Möglichkeiten gegeben haben durch Judith Blomberg vom Staatstheater. Und ich möchte auch an das ganze Personal von Verwaltung, von Kasse, von jeder, die heute Abend hier mitgemacht hat, oben. Ich habe nicht alle Namen, Jan, Kurt, ich sehe nicht, passiert auch manchmal, an Annalena für die Regieassistenz, an Celine, die mir dieses tolle Kleid gegeben hat, passe ich ganz gut rein, ja? Sehr schön. Und an Anna, die heute auch diese Awareness uns erklärt hat, und an die Schauspielerin des Staatstheaters, Sara Bayan und Frieda, an alle Frauen, die uns heute Abend ganz tolle Beiträge gegeben haben, Elnas, Tanja, Victoria, die nicht hier sind, Jule, die in Kanada sitzt, an die Autorin Vivir Quintana und an Annie, Angela, Ersin, Anna, Rosa Lopez, Belén, Irina und alle, bitte auf die Bühne. Nochmal. Dankeschön. Und einen großen Applaus auch. Für euch, fürs Publikum, für die Technik, für Video. Meine große Liebe Kurt Eisfeld und unsere junge Mann da. Hallo. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Alle. Da ist auch eine Frau und die Technik. Entschuldigung, dass ich die Liste nicht habe, aber vielen, vielen Dank an den Lichttechniker, an den Tontechniker und alle Leute hier heute Abend. Danke an euch alle und vielen Dank an diese ganz tolle Frauen. Dankeschön. Und ich. Das ist ja alles interessiert. Ich interessiere auch. Jelitza, vielen
vielen herzlichen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, unsere Stimme wieder hier zu hören. Danke. Danke, Anna. Und natürlich, diese Stimme könnten wir auch machen, weil wir auch diesen Raum bekommen.